Und man muss eben wissen, die USA dominieren derzeit den europäischen Kontinent. Das ist einfach die Tatsache. Man überlege sich ja nur, was es heißt, dass eben die USA eine der wichtigsten Energieleitungen Deutschlands zerstören können, die auch eine Energieleitung des europäischen Kontinents waren und alle so tun, als sei nichts gewesen. Also so können sich ja nur noch Sklaven verhalten, also nicht mehr eigenständig denkende Menschen. I'm a citizen of Europe. Sono cittadina europea. Ich bin europäischer Bürger. Iam europeana. Europa i bürger voglio. Io sono europea. Jag är en medborgare i Europa. Io sono europeanka. Io sono cittadina del continente europeo. Io sono europeice. Esso europeer. Sunt cetățean al Europei. Ia gașbancă Europa. Ia romaniancă Europa. Esu europeete. Moi, je suis un citoyen européen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des European Citizens Radio, ich freue mich heute, Sie zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Und ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich heute einen ganz besonderen Gast, um nicht zu sagen einen Stargast habe, nämlich Herrn Oskar Lafontaine. Herr Lafontaine, erst einmal guten Tag. Guten Tag. Ich freue mich wirklich, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier zu uns zu sprechen. Das Thema, was wir uns für die Sendung mit Ihnen gewählt haben, das ist ein bisschen das Dreieck USA, also Washington, Paris, Berlin. Wie stehen die transatlantischen Beziehungen, wie stehen die deutsch-französischen Beziehungen in diesem Dreieck? Und was wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in diesem Gespräch mit Herrn Lafontaine, den ich gleich näher vorstellen werde, was wir in diesem Gespräch tun wollen, ist, dass wir auf die letzten 20 Jahre zurückschauen wollen, und zwar vor allen Dingen anhand von zwei Büchern. Herr Lafontaine hat ja jetzt vor kurzem ein Buch geschrieben, Amigo Home, erschienen bei Westend. Das ist übrigens auch mein Verlag. Insofern sind wir sozusagen Verlag, die gleichen Verlagskinder. Aber in diesem Buch, das beginnt Herr Lafontaine mit einem anderen Buch, das ich jetzt Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gleich mal empfehlen würde, nämlich von Emmanuel Todd. Emmanuel Todd wiederum ist ein französischer Geograf eigentlich, also Demograf, Geograf. Und der hat 2001 ein Buch geschrieben, das hieß Die USA, ein Nachruf. Und dieses Buch vor 20 Jahren war eigentlich so ein bisschen der Brüller in einer französischen Diskussion. Das Buch hat unglaubliche Kritik hervorgerufen. Wir wissen ja so aus der Geschichte, dass die Franzosen schon mal so ein bisschen, sage ich, amerikakritischer sind. Ne? Also die sind nicht ganz so transatlantisch wie die Deutschen. Aber das Buch, da hat der Todd ziemlich einen auf die Finger für bekommen, um es mal so zu sagen. Und 20 Jahre später wiederum hat der gleiche Emmanuel Todd jetzt ein Buch geschrieben. Interessanterweise als Herr Franzose, herausgegeben in Japan, über den Dritten Weltkrieg. Und über diese 20 Jahre, die dazwischen stehen, also Emmanuel Todd und seine Amerika-Kritik von damals und das Buch von Herrn Lafontaine heute, Amigo Home, über diese 20 Jahre geostrategische Entwicklung, Beziehungen Berlin-Washington, Beziehungen Berlin-Paris, darüber möchten wir heute sprechen. So, jetzt aber erst nochmal zu Herrn Lafontaine, den man eigentlich nicht näher vorstellen muss, aber natürlich werde ich ihn jetzt vorstellen. Lange Jahre in der deutschen Politik und eigentlich davon nicht wegzudenken. Über 15 Jahre, glaube ich, Ministerpräsident des Saarlandes. Herr Lafontaine, sicherlich auch die deutsch-französische Prägung daher, weil das Saarland ist ja natürlich an der deutsch-französischen Grenze in immer so einer besonderen Funktion oder Rolle auch gewesen. Dann waren Sie in der SPD, Sie waren Kanzlerkandidat 1990, Sie waren Parteivorsitzender der SPD, Sie waren Wirtschafts- und Finanzminister in der ersten, also in der Regierung von Gerhard Schröder. Dann kam ein bisschen der Bruch, wir wollen darüber gar nicht lange reden. Sie haben mit der WASG die Neue Linke gegründet in den Nullerjahren, sind dann noch mal in die saarländische Politik zurückgegangen, sehr erfolgreich, und haben sich erst vor kurzem 2022 mit einer für mich wirklich berührenden Rede verabschiedet aus der Politik. Das für unsere Hörerinnen und Hörer zur Vorstellung, um noch mal zu sagen, dass ich mit jemandem sehr Kompetentes spreche, um jetzt mal zurückzugehen in die europapolitischen Entwicklungen der letzten 20 Jahre. Herr Lafontaine, steigen wir mal ein, tatsächlich mit der Beziehung. Warum steigen Sie in Ihr Buch Amigo Home mit dem Emmanuel Todd ein? Was hat Sie bewegt? Mich hat bewegt, dass Emmanuel Todd zu den französischen Intellektuellen gehört, die eben einen anderen Blick auf die Welt haben als vielleicht Intellektuelle in anderen Ländern. Das ist ja auch die französische Tradition, dass man vielleicht da oder dort etwas kritischer gegenüber dem Mainstream ist als vielleicht in Deutschland. Aber das ist so meine eigene
Beobachtung. Und er hat eben analysiert, dass wir jetzt in einer Phase leben, in der die Konflikte international zunehmen und in der eben die absteigende Weltmacht USA dennoch versucht, ihre Position zu behaupten, und hat eben letztendlich gesagt, der Dritte Weltkrieg hat bereits begonnen. Und man kann das ja auch so interpretieren. Wir haben auf der einen Seite den Konflikt in der Ukraine, der eben vor einiger Zeit in aller Munde war. Ein Konflikt, der eben nicht ein Krieg der Ukraine mit Russland oder Russlands mit der Ukraine ist, sondern ganz klar ein Krieg der USA gegen Russland ist. Und wir haben jetzt eben die Auseinandersetzung im Nahen Osten, wo also immer auch mitgedacht werden muss, die Rolle der USA im Nahen Osten. Die USA haben ja den Nahen Osten platt gebombt, mehr oder weniger. Auf jeden Fall haben sie dort auch sehr viele Widerstände hervorgerufen. Und jetzt erleben wir eben, dass diese Konflikte eben auch zu einer Systemauseinandersetzung führen, weil schlicht und einfach das gesellschaftliche Modell, das die USA repräsentieren und auf das sie ein Monopol haben, zumindest nach ihrer Auffassung, und das sie in aller Welt verbreiten wollten, dass dieses gesellschaftliche Modell nicht mehr akzeptiert ist und eben von der großen Mehrheit der Welt in Frage gestellt wird. Man kann das eine gesellschaftliche Auseinandersetzung nennen, wenn man es aber verengt auf die militärische Auseinandersetzung oder vielleicht sogar erweitert noch ein bisschen auf die ökonomischen Auseinandersetzungen, kann man auch von einem Weltkrieg sprechen. Insofern hat Emmanuel Todd das richtig gesehen. Er hat auch richtig gesehen, dass in dieser Auseinandersetzung bisher, und das war mir wichtig, deswegen habe ich ihn auch zitiert, Deutschland und Frankreich mehr oder weniger an den Rand gedrängt worden sind durch eine neue Achse, die er die Achse genannt hat, Washington, London, Warschau, Kiew. Und das hat er ebenfalls richtig gesehen, denn es war immer eine Zeit so, dass weder Berlin noch Paris entscheidend mitreden konnten. Es wurde alles mehr oder weniger bestimmt, was die Ukraine anging, von dieser neuen Achse. Und das kann ja einen, der politisch denkt und die Interessen des eigenen Landes zunächst einmal sieht und dann auch die Interessen ganz Europas sieht, nicht gleichgültig lassen. Also danke erstmal dafür. Wir haben also, um das nur noch mal anders aufzuzäumen, einen französischen Intellektuellen, der übrigens in Deutschland gar nicht so sehr bekannt ist, ja, Emmanuel Todd, der ja im Übrigen, vielleicht das nur als kleiner Hinweis, 1976 einen bahnbrechenden kleinen Artikel geschrieben hat, wo er eigentlich vorausgesagt wird, der Mann ist ja Demograf, dass die Sowjetunion aus demografischen Gründen zusammenbrechen wird. Und das ist ja dann 10 Jahre später tatsächlich passiert. Also insofern wirklich kluger Intellektuelle, der aber wegen dieser Amerika-Kritik, über die wir jetzt hier reden, weil er die strategische Situation genauso beleuchtet wie Sie, dass Sie sagen, wir haben ja eine Supermacht, die dabei ist, finanziell, ökonomisch, geostrategisch, aber auch kulturell irgendwie zu scheitern, also die in der gesamten Welt keine Resonanz mehr findet. Und diese Supermacht jetzt aber einen tatsächlich großen Impact auf die europäischen Geschehnisse hat, vor allen Dingen jetzt durch diese beiden Kriege, die, wie Sie zu Recht sagen, miteinander verzahnt sind, also der russisch-ukrainische, der immer noch nicht beendet ist, und der Konflikt Gaza-Israel, die beide das Potenzial haben, vielleicht eskaliert zu werden in eine weitere kriegerische Situation hinein. In dieser Situation kommen jetzt also Sie, Emmanuel Todd, aber auf eine ähnliche Art und Weise und sagen, Moment mal, wie kann das sein, dass wir über diese Dynamik das Deutsch-Französische vergessen? Das war ja jetzt Ihr letzter Satz, wo Sie gesagt haben, es geht diese Achse, Washington, London, Warschau, Kiew, Riga, könnte man vielleicht noch dazu nehmen. Aber es war doch mal guter Ton, dass das europäische Geschehen im Wesentlichen von dem angetrieben wird, was wir immer das Deutsch-Französische Tandem, den Deutsch-Französischen Motor genannt haben. Und das war ja eigentlich auch noch bei den Minsker Abkommen 1 und 2 so, dass da immerhin Frankreich, Deutschland, Ukraine und Russland zusammen signiert haben. Und das ist jetzt weg, sozusagen als Machtfaktor. Wie bewerten Sie das? Ja, es ist bedauerlich, dass das weg ist. Es war aber stets so, dass dieses Tandem auch angegriffen worden ist, offen oder verdeckt von den Vereinigten Staaten. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch eines Franzosen, Brancard, gelesen, der also Zugang zu den Archiven hatte. Und in diesem Buch dargelegt hat, in welchem Umfang Charles de Gaulle von den USA damals angegriffen worden ist im eigenen Land, eben in dem die Botschaft aktiv war, sich mit allen politischen Kräften, Gewerkschaften, Geheimdiensten und so weiter immer wieder versucht hat zu verbünden, um de Gaulle endlich wegzukriegen. Warum? Weil de Gaulle eben rechtzeitig erkannt hat, und das war sein Genie, dass eben die USA nicht in erster Linie Europa befreien wollten, auch in einer Auseinandersetzung des Roten Weltkrieges, in der er ja eine wichtige Rolle gespielt hat,
sondern dass es darum ging, Europa zu einer Einflusssphäre der USA auszubauen, dass sie deshalb eben auch militärisch eingegriffen haben. Und weil er das so erkannt hat und immer wieder wollte, von seinem Denken her, dass es ein eigenständiges Europa gab, war er also für die USA natürlich ein Feind. Und sie haben alles versucht, eben ihn zurückzudrängen. Und sie haben im Kontext dieses Bemühens auch immer versucht, ein Zusammengehen Deutschlands in dem Sinne, Deutschlands und Frankreichs in dem Sinne zu verhindern, dass hier ein Block wiederum entstehen würde oder ein Duo entstehen würde, das sich gegen die Politik der USA wendet in Europa. Also man kann das heute jetzt noch verfolgen. Wir sehen ja nicht, was hinter den Kulissen alles geschieht, aber es ist immer so gewesen, dass dieses Zusammengehen der Deutschen, das begann ja schon bei dem Élysée-Vertrag, die Geschichte ist ja bekannt, wie also dann die Atlantiker im Deutschen Bundestag die Pläne Charles de Gaulle durchkreuzten und so. Das zieht sich bis heute hin, diese Auseinandersetzung. Und es geht ja schon weiter, auch oder um es zu aktualisieren, wenn die Deutschen eben Rüstungsgüter bestellen, dann bestellen sie auf einmal eben US-Kampfjäger und koppeln sich damit eben an die USA wieder an oder sie bestellen eben Verteidigungssysteme aus Israel. Also das ist immer dasselbe Spiel. Man versucht mit allen Mitteln ein Zusammengehen Deutschlands mit Frankreich zu verhindern, in dem Sinne, dass hier eine gemeinsame europäische Politik gegen die USA formuliert wird. Eine gemeinsame europäische Politik, die ich aber für zwingend notwendig erachte, in der jetzigen Systemauseinandersetzung, wenn wir verhindern wollen, dass wir in eventuelle kriegerische Auseinandersetzung der USA mit Russland und China und so weiter hineingezogen werden. Jeder europäische Politiker muss das doch sehen. Die USA zündeln an der Grenze Russlands überall, das könnte man jetzt eine ganze Sendung machen, und sie zündeln an der Grenze Chinas. Was haben sie dort eigentlich verloren? Und deshalb müssen die Europäer sagen, wenn ihr zündeln wollt, nicht mit uns und wir wollen in eure kriegerischen Auseinandersetzungen nicht involviert werden. Verwickelt werden. Also ich bin Ihnen sehr dankbar, nochmal auch auf dieses deutsch-russische Verhältnis ein bisschen eingegangen zu sein. Es ist ja tatsächlich vielleicht den meisten auch heute nicht mehr so bekannt. Aber natürlich ist der deutsch-russische Élysée-Vertrag, der immer so hoch gelobt wurde als 63, als der große deutsch-französische Vertrag und von dem dann im Wesentlichen, sage ich mal, das deutsch-französische Jugendwerk übrig geblieben ist. Nicht, dass das nicht wichtig wäre, aber das, was es eigentlich sein sollte, nämlich ein Verteidigungsbündnis, das haben Sie ja erwähnt, das ist eben nicht zustande gekommen, weil der Bundestag dann am Tag der Abstimmung eine, sagen wir, atlantische Präambel eingefügt hat, worauf de Gaulle, wenn ich das kurz zitieren darf, auf Französisch wohl gesagt haben, les traités se défloraient comme les jeunes filles, also Verträge werden defloriert wie junge Mädchen. Ja? Also im Prinzip hat de Gaulle sofort gesehen, dass der Vertrag durch diese Präambel entwertet wurde. Dazu gibt es umfangreiche Studien, Doktorarbeiten und so weiter. Aber was Sie sagen, ist sozusagen jetzt die Rückkopplung auch auf heute. Das heißt, wir können im Grunde müssten die deutsch-französischen Beziehungen in ihrer Gesamtheit, wie wir sie erzählt haben, also ich habe das ja auch Professorin für deutsch-französische Beziehungen und so weiter, jahrelang so erzählt, wenn eigentlich Deutschland und Frankreich zusammenarbeiten, dann könnten wir Europa zu einem souveränen, emanzipierten Europa machen und so weiter. Das stimmt ja auch partiell, müssten wir jetzt nochmal gucken auf Euro und Binnenmarkt, was da unter Delors und Mitterrand zu guten Zeiten mal gelaufen ist. Aber der wunde Punkt, in den Sie jetzt hineingestochen haben, und dafür bin ich sehr dankbar, ist, dass Sie sagen, es war schon immer so, dass wenn das zu souveränistisch, zu emanzipiert wird, Europa, und dieses Europa sich sogar möglicherweise gegen die geostrategischen Interessen der USA wenden wollen würde, dann sind die Amerikaner immer interveniert. Also mir fallen da auch zwei oder drei Beispiele ein. Es gab ja auch noch 1998 dieses Saint-Malo, dieses deutsch-britische Verteidigungsbündnis, woraus nichts geworden ist, dass halt immer, wenn Europa sich auch vor allen Dingen sicherheitspolitisch emanzipieren wollte, wurde interveniert, auch noch zum Zeitpunkt der europäischen Verfassung von 2003. Aber darf ich in diesem Zusammenhang, das würde mich jetzt sehr interessieren, weil Sie gesagt haben, de Gaulle sollte weg. Ja? De Gaulle war ja 66, wenn ich mich richtig erinnere, in Russland, in Moskau auf Staatsbesuch und steigt da aus dem Flugzeug und sagt erstmal diesen glorreichen Satz, le grand peuple français salue le grand peuple russe, also das große französische Volk grüßt das russische Volk. Damit war erstmal klar, dass de Gaulle sowas wollte wie Äquidistanz. USA, Sowjetunion, Äquidistanz. Das muss, Sie haben es angesprochen, den USA ein Dorn im Auge gewesen sein.
Aber heute haben Sie davon Kenntnis, ist ja klar, dass der de Gaulle einen Berater hatte, diesen Alexandre Kojève, der so ein Hegel-Experte war, an der École Normale Sup gearbeitet hat 1947 und der ein strategisches Papier geschrieben hat, damals schon, und in dem hieß es, Deutschland wird im Prinzip mit den anglosachsonischen Mächten ein Imperium aufbauen und dieses Imperium wird sich gegen Frankreich wenden, und zwar gegen Frankreich und die ganze lateinische Schiene der Europäischen Union. Und diesen Text, den hat der italienische Philosoph Giorgio Agamben 2012 mitten in der Eurokrise, als Deutschland ja diesen Vorwurf hatte, Hegemonie zu betreiben in Europa, den hat er sozusagen aus dem Hut gezaubert und in Liberation veröffentlicht. Und es gab dann in dieser Eurokrisenmoment eine riesen intellektuelle Schlacht zwischen den Franzosen, die genau das wollten, sich gegen die deutsche Dominanz wehren, gegen auch das industrielle Deutschland, was immer mit der anglosachsonischen Macht sozusagen Europa eigentlich erdrückt. Und sie sind nicht durchgekommen. Ist Ihnen das damals aufgefallen, dass wir auch in der Wirtschaftspolitik den gleichen Kampf haben wie in der Sicherheitspolitik? Ja, das ist mir aufgefallen. De Gaulle, der Name verbindet sich ja auch mit ökonomischen Auseinandersetzungen. Ich denke mal an das Bemühen de Gaulle, die Goldschätze Frankreichs zurückzunehmen, also um diese, weil ihm Dominanz des Dollar ein großes Ärgernis war. Er hat das also alles richtig gesehen. Und insofern war immer auch ein solcher Ansatz gegeben. Ich glaube aber, letztendlich war natürlich den USA auch der Euro ein Dorn im Auge, weil der Euro hätte ja das Potenzial gehabt, eine Konkurrenzwährung zum Dollar zu werden. Und das haben die USA natürlich auch versucht, mit allen Mitteln zu verhindern. Und da muss man eben lernen, die öffentlichen Erklärungen zu unterscheiden von den wahren Interessen. Und wenn man also die US-Politik beurteilen will, dann kann man sagen, sie werden alles versuchen, sie haben und werden immer alles versuchen, um eine Selbstständigkeit Europas, ob das auf ökonomischer Ebene ist oder auf militärischer Ebene oder wo auch immer, zu verhindern, weil sie wollen eben, dass Europa ein Vorposten der USA in dem Bemühen ist, die Weltherrschaft so lang wie möglich zu bewahren und die bröckelnde Weltherrschaft, kann man ja heute sagen, so lang wie möglich zu bewahren. Also das fügt sich alles ineinander. Das ist immer der ständige Versuch der USA, Europa zu schwächen als eigenständige Formation und eben dann wiederum das Hin und Her auf dem europäischen Kontinent zwischen den Kräften, die ein bisschen Selbstständigkeit wollen. Dazu würde sicherlich auch Delors gehören, den Sie angesprochen haben. Dazu gehörte Mitterrand, den Sie angesprochen haben. Ein bisschen auch Helmut Kohl sogar, obwohl man das vielleicht von ersten Blick gar nicht so erkennen würde. Helmut Schmidt sowieso, Willy Brandt noch mehr. Willy Brandt war vielleicht nach de Gaulle der wichtigste europäische Politiker, der eigenständige Politik versucht hat. Die alle haben das versucht, aber immer wieder gab es dann natürlich auf allen Ebenen das konzentrierte Gegenhalten der USA. Und heute scheint mir, deswegen habe ich auf das Buch von Poincar verwiesen, dass also die Bemühungen der USA, die europäische Politik zu beeinflussen, eher noch intensiver sind als zu Zeiten de Gaulle's. Weil für mich war der Höhepunkt des Vasallentums oder der Knechtschaft dieser Moment, der für mich also historisch war, fast wie der Kniefall von Warschau, war der Kniefall des Olaf Scholz vor dem US-Imperialismus, um das jetzt mal so zu formulieren, als Biden gesagt hat, wir zerstören eure Gasleitung. Und er stand daneben wie ein begossener Pudel und wedelte noch nicht mal mehr mit dem Schwanz, um das etwas poetisch zu formulieren. Also das war das Zeichen für mich, dass eben doch die US-Politik einen viel zu großen Einfluss auf die europäische Politik hat. Ich würde Ihnen, ich sehe das genauso. Also man könnte auch neben Schmidt und Brandt vielleicht noch Olaf Palme und Kreisky nennen. Also wenn man sich nochmal anguckt in den 70er Jahren, wo wir ja diese Entspannungspolitik hatten, die im Prinzip auf eine auch europäisch-russische Aussöhnung hinauslaufen sollte und dann ja auch hinausgelaufen ist, ja, weil wir ja dann den Mauerfall bekommen haben und so weiter. Das hatte ja alles tatsächlich Unabhängigkeitsambitionen, Aussöhnung mit Russland, Eurasische
Friedensordnung und so weiter. Und das ist ja, wie wir heute wissen, tatsächlich massiv interveniert worden, weil das nicht im amerikanischen Interesse sein konnte. Und vielleicht ist der letzte Ausläufer jetzt dieser Krieg in der Ukraine, in und um die Ukraine, den wir gerade erleben. Würden Sie das, diesen Bogen, den Sie spannen, also dass Sie im Grunde sagen, weil es wird ja nicht so perzipiert. Wir haben ja im Sprachgebrauch in der Politik eigentlich immer, dass die transatlantischen Beziehungen zugunsten der Bundesrepublik sind, aber eben auch zugunsten Europas. Ich selber habe früher beim German Marshall Fund gearbeitet, da hieß es immer, if only the US and Europe work together, the world is a better place. Wenn Europa und die USA nur zusammenarbeiten, ist die Welt ein besserer Platz. Das ist ja die Erzählung. Wir stellen aber fest, das haben wir eben besprochen, dass die deutsch-französischen Beziehungen im Detail immer spannungsreich waren. Wir stellen fest, dass wenn es eine europäische Kooperation gegeben hat, die Amerikaner meistens bewusst zielgerichtet interveniert haben. Ich möchte übrigens mir dieses Buch kaufen, das interessiert mich jetzt massiv. Sehen Sie das jetzt auch jetzt? Wir haben ja jetzt Macron, der ab 2017 gewählt ist, den man mögen kann oder nicht, liberal, wie auch immer, aber angetreten mit einem europäischen Ethos, der mehrere Reden in der Sorbonne, in Brüssel, in Athen gehalten hat, der den Karlspreis bekommen hat 2018, mit dem Thema europäische Souveränität, europäische Emanzipation, europäische Demokratie. Und wir haben genau diesen Macron im Moment des russisch-ukrainischen Krieges gesehen, mit Fotos bei Xi Jinping, um zu sagen, wait a minute, wir müssen doch da mal anders irgendwie verhandeln. Also ich hatte den Eindruck, dass Macron genau das machen wollte, nämlich ein emanzipiertes Europa ins Feld führen. Und Macron hat ja in China offensichtlich auch gesagt, wir müssen verstehen, dass die amerikanischen und europäischen Interessen nicht kongruent sind. Ja? Und dafür hat er aber in Deutschland Schelte bekommen. Das heißt, Sie binden das bis zu dieser Zeit eben auch zurück und das Thema ist nach wie vor das Gleiche. Ja, das ist so. Macron hat eben an dieser Stelle die de Gaulle'sche Tradition aufgenommen. Er versucht eben eine unabhängig formulierte europäische Politik auf den Weg zu bringen, hat aber, und das ist das große Problem, in Deutschland keinen Partner. Das war bei Merkel so. Ich erinnere mich an verschiedene Begebenheiten, wo eben er Reden gehalten hat, aber keine entsprechende Antwort von Deutschland, also in diesem Fall von Merkel oder von einem anderen erhalten hat. Und jetzt, Scholz hat ebenfalls keinen Zugang zur französischen Kultur und französischen Politik. Also ich kann das etwas drastischer formulieren. Er hat einfach kein Gefühl für Frankreich. Und deshalb gibt es da auch kein richtiges Zusammengehen. Und deshalb muss dann, und das ist dann wiederum ärgerlich, für unser einen Macron auch immer wieder etwas lavieren, dass er dann plötzlich bei der Ukraine dann eben wieder voll dabei ist und auch eben Waffensysteme liefert, wie etwa Kurzstreckenraketen oder so, wo man dann sich die Frage stellt, was soll das eigentlich? Oder dann auch immer wieder Erklärungen abgibt, dass man alles tun muss, damit die Ukraine siegt, was ja eben auch ein völliger Blödsinn ist, wenn man also eins und eins zusammenzählen kann. Aber letztendlich muss man ihm zugutehalten, er hat diese französische Tradition der europäischen Souveränität beibehalten, er erkennt sie auch klar. Inwieweit er jetzt im Detail sich da und dort überall engagiert, das weiß ich nicht. Aber er hat eben das Problem, dass er in Deutschland seit vielen Jahren für diese seine Politik keinen Partner hat. Das ist ein großes Problem. Und wenn man jetzt noch sieht, um nur eine Nebenbemerkung mal zu machen, dass jetzt Goethe-Institute in Frankreich geschlossen werden sollen, also drei, dann stellt man sich die Frage, ich muss das so hart sagen, welche geschichtsvergessenen und kulturlosen Figuren mittlerweile eben Politik machen in Deutschland. Das ist ja ressortiert bei Frau Baerbock, das Goethe-Institut. Und diese Frau hat schlicht und einfach von nichts Ahnung und sicherlich auch keinen Zugang zur französischen Kultur. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also mich müssen Sie damit nicht abholen. Ich war in Frankreich verheiratet. Meine Söhne leben in Paris. Ich habe sozusagen die gesamte Genese der deutsch-französischen Beziehung in ihrer sogenannten Hochzeit mitbekommen. Also eben Delors, Kohl, Mitterrand, die 80er, 90er Jahre, wie das institutionell auch verankert wurde. Also die ständigen deutsch-französischen Räte, die ganzen Gipfelbeschlüsse, die Forcierung des Französischlernens an den Schulen, der französischen Kultur und so weiter. Davon ist kaum noch was zu spüren. Also ich bin ja öfter auch in Paris am Institut Heinrich Heine, also dem deutschen Institut da in der Cité Universitaire. Wie würden Sie das denn beurteilen? Also jetzt auch mal, Sie sind aus dem Saarland. Das Saarland hat eine, würde ich sagen, spezifische auch Bindung natürlich an Frankreich, allein wegen der Grenzsituation oder weil es eben erst 55 das Referendum sozusagen zur Bundesrepublik gekommen ist. Aber sehen Sie noch jemanden im politischen Raum in Deutschland, dem man diese
deutsch-französischen Beziehungen, die so lange der Grundpfeiler des europäischen Projektes geworden sind, der noch ein Gespür dafür hat? Sehen Sie jemanden? Also ich muss leider passen. Ich sehe also niemanden jetzt von den aktiven Politikerinnen und Politikern, dem das ein Herzensanliegen ist. Vielleicht habe ich das eine oder andere auch übersehen. Aber es war zumindest so, dass beispielsweise Schröder noch versucht hat, mit Chirac eine gute Zusammenarbeit zu pflegen. Das hatte dann auch einen historischen Erfolg, dass eben die beiden Länder und dann eben Teile Europas sich nicht am Irakkrieg beteiligt haben. Und ich habe natürlich eben noch sehr gut in Erinnerung die Zusammenarbeit mit der Ross, mit Kohl, die ich ja auch selbst durch Gespräche mit beiden immer wieder miterleben konnte. Aber insofern waren auch Kohl und Schröder waren also Leute, die die deutsch-französische Zusammenarbeit als wertvoll angesehen haben und gepflegt haben. Giscard und Schmidt ohnehin, dieses Paar Schmidt war, also hat das auch gesehen. Aber heute ist da gar nichts mehr. Also ich will einen Hinweis geben, nicht nur die drei Institute, die Sie jetzt schließen wollen. Ich nehme jetzt mal den SPD-Vorsitzenden Klingbeil, der von außenpolitischen Fragen nicht beleckt ist und wahrscheinlich den Eindruck bei mir erweckt, dass er nicht weiß, wo Paris liegt. Also dieser SPD-Politiker spricht von einer Führungsrolle Deutschlands in Europa oder Führungsmacht, was er darum schwafelt. Entschuldigen Sie, mir fällt da kein anderes Wort mehr ein für diese abenteuerlichen Formulierungen. Und ich muss mir ja sagen, er könnte ja diesen ganzen Unsinn nicht vom Stapel lassen, wenn er irgendeine Ahnung hätte von der französischen Politik. Denn wenn die Franzosen nun wirklich eine empfindliche Seite haben, dann ist es die, dass sie nicht in Europa sich etwa einen Führungsanspruch Deutschlands unterwerfen wollen, was ja auch historisch und kulturell und politisch gesehen schlicht und einfach kompletter Unfug ist. Aber das ist der Hinweis, der Beweis für mich, es müsste ja dann der SPD einer aufstehen und sagen, sag mal, spinnst du? Hast du nur alle Tassen im Schrank? Nein, aber der ist nicht. Und wie gesagt, die CDU könnte daraus sogar eine Sondersitzung im Bundestag machen, aber da ist eben nichts. Und von der AfD kann man das auch nicht erwarten. Insofern ist es bedauerlich, dass niemand leider nennen kann, dem das deutsch-französische Zusammengehen ein wichtiges Anliegen wäre und der erkennen würde, dass eben das die Voraussetzung ist, für eine gute Zukunft von Deutschland und Frankreich und damit Europa und letztendlich der Ukraine. Soweit spanne ich den Bogen. Also danke, dass Sie das mal so aufgefächert haben. Ich habe intuitiv jetzt gerade dabei gedacht, dass ich habe ja mal für Delors gearbeitet. Der hat immer gesagt, je suis européen pour ne pas devoir être anti-allemand. Ich bin europäisch, um nicht anti-deutsch sein zu müssen. Das heißt, wenn wir als Land, also als Bundesrepublik mal darüber meditieren, ich finde es ganz wichtig, Ihre Beobachtung, dass Sie jetzt mal gerade beschrieben haben, so ein bisschen durch die Parteien gewandert sind, dass wir niemanden mehr haben, der irgendwie noch in Resonanz steht mit dieser Wichtigkeit und Bedeutung der deutsch-französischen Beziehungen, die einfach über Jahrzehnte doch ein tragender Staatsräson-Pfeiler dieser Republik waren. Ganz egal, Adenauer de Gaulle, Schmidt, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Kohl und Chirac und so weiter. Also wenn uns das wegbricht, was heißt das eigentlich für die Gestaltungsfähigkeit unserer Politik, aber eben auch der europäischen Politik. Ich würde jetzt natürlich sagen, gucken wir nach Frankreich, da sieht es nicht besser aus. Also ich sehe gerade in Frankreich niemanden, der da irgendwie unterwegs ist und noch an die deutsch-französischen Beziehungen denkt. Also ich würde generell sagen, dass wir in den, was auch immer, 90er Jahren, Nuller Jahren schon einmal viel weiter waren im politischen Gestalten Europas, in den Vernetzungen der auswärtigen Ämter und so weiter. Also dass so eine gewisse Renationalisierung der Politikbereiche überall zu greifen ist, nicht nur in Deutschland, aber dass wir auf der anderen Seite, egal ob wir jetzt Klimapolitik machen oder Datenschutzverordnungen oder eben Migrationsprobleme haben, dass wir natürlich nicht mehr mitdenken, dass diese ganzen Probleme europäische Lösungen erfordern. Ja? Und dann zu sehen, dass der deutsch-französische Pfeiler weggebrochen ist, der das vielleicht ermöglichen würde, um ehrlich zu sein, mich macht das einfach sehr betrübt. Was sehen Sie denn jetzt für die Zukunft? Also wir haben ja jetzt Europawahlen. Danach soll ja im Januar 2025 wieder ein europäischer Konvent ins Leben gerufen werden. Dieser Konvent
Konvent soll ja zwischen 2025 und 2029 ein großes Projekt entwickeln, wie wir sozusagen das 21. Jahrhundert europäisch gestalten, also Vertiefung und Erweiterung zusammenbringen, Ukraine, Türkei, Balkan in die EU. Und was heißt das dann institutionell? Sehen Sie, dass Deutschland und Frankreich diesen Konvent gestalten können und in eine Richtung treiben können, die einem deutsch-französischen Motor entsprechen würde? Das sehe ich leider nicht. Also zumindest sind mir keine Dinge bekannt, die mich zu einer solchen Schlussfolgerung führen würden. Wobei ich sagen muss, ich bin ja kein Insider mehr. Ich bin also nicht mehr in der Politik der Bundesrepublik so drin, wie ich lange Jahre war. Diese Einschränkung muss ich machen, aber es ist ja auch nie geheim geblieben, wenn irgendjemand mal sich wirklich für dieses Zusammengehen Deutschlands und Frankreichs engagiert hat. Und das ist das Bedauerliche. Das Ganze muss ja auch deswegen nochmal der Hinweis auf die drei Goethe-Institute immer wieder kulturell unterlegt sein. Wenn das kulturell nicht unterlegt ist, wenn also der Scholz lieber Englisch spricht beispielsweise und also sagen wir, wenn er in Paris ist, sich äußerst unwohl fühlt, weil er dort sich nicht in irgendeiner Form kulturell zurechtfindet und das war bei Merkel ja auch, die gut Russisch sprach, aber dann ja nicht in Moskau sich wohlfühlen durfte oder konnte, aber in Paris eben auch nicht, dann ist da eben eine Voraussetzung nicht gegeben. Ich meine, es muss irgendjemand da sein, der diesen kulturellen Brückenschlag auch organisiert. Und wenn wir also, ich sehe ja dieses Zusammengehen von Berlin und Paris geostrategisch als unverzichtbar an. Es geht gar nicht anders. Es kann keine andere Formation geben. Die Benelux-Staaten können das nicht leisten. Es kann auch Italien oder Spanien können das und Polen und ein anderer osteuropäischer Staat schon gar nicht. Also es geht nur über Berlin und Paris und deswegen ist das der Schlüssel. Und deswegen müsste in den nächsten 2 Jahrzehnten oder so noch einmal der Versuch unternommen werden, dieses Gespann zusammenzuführen und klarzumachen, dass eben nur so die Europäer ihre eigenen Interessen wahren können. Die Alternative ist der jetzige Zustand, der prolongiert werden kann. Die europäische Politik gibt es praktisch nicht im Sinne der Außenpolitik, wenn es geopolitisch gesehen wird. Und da spielt Europa keine Rolle mehr, ist mehr oder weniger ein Vasall der USA. Wobei es dann etwas unterschiedliche Positionen gibt in Einzelfragen, wie man jetzt auch wieder sieht im Nahostkonflikt, also in dem Konflikt Israels mit den Palästinensern, dass dann einzelne Länder eben zumindest noch den Mut aufbringen, zu sagen, wir müssen auch die Interessen der Palästinenser sehen, wir sind verpflichtet eben jetzt in der jetzigen Situation, weil eben alle Menschen ein Lebensrecht haben, immer wieder vom Standpunkt aus zu argumentieren, dass wir für das Leben aller Menschen uns einsetzen, dass wir eben, um es emotional aufzuladen, genauso betrübt sind über Babys, die in Israel sterben, wie über Babys, die im Gaza-Streifen sterben. Das machen dann jetzt Gott sei Dank einige Europäer, während die Deutschen ja immer noch humpeln und einseitig gelähmt nicht in der Lage sind, überhaupt irgendwie eine klare Stellungnahme zu formulieren. Weil im Grunde genommen, ob Journalismus oder Politik, den Journalismus muss man hier auch nennen, sie stehen stramm vor den Imperativen der USA. Also interessant, dass Sie darauf verweisen, dass wir in Europa andere Stimmen haben und ich auch das Gefühl habe, dass wir, also jetzt zu dem Konflikt Israel-Palästina, dass wir diese Stimmen so underreporten. Ja, also ich darf unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz mal sagen, die spanische Sozialministerin von Podemos, also so einer linken Partei, hat eigentlich gefordert, dass Netanyahu vor den ICC muss. In Frankreich gibt es eine Diskussion von Mélenchon, den man jetzt bewerten kann, wie man will, den muss man nicht mögen, ist so ein Linkspopulist. Ja, und der hat im Prinzip gesagt, die Hamas ist eher eine Befreiungsbewegung als eine Terrorbewegung. Das war auch in Frankreich, wurde das als Polemik perzipiert, aber zumindest konnte Frankreich darüber diskutieren in den einschlägigen Zeitungen. Bei uns hätte das ja einen Aufschrei verursacht. Und allein die Tatsache, dass wir, da würde ich Ihnen recht geben, in Deutschland in unseren Zeitungsfeuilletons noch nicht mal mehr gucken, wo die anderen in Europa da stehen, ist tatsächlich dieser, würden wir mal sagen, kulturelle Zerfall. Sie haben gesagt, europäische Politik kommt nicht mehr vor. Mich macht das
das einfach so unendlich traurig, weil wir ja wahnsinnig viel zu verlieren haben. Und deswegen will ich da nochmal reingehen. Sie haben beschrieben, dass wir kulturell von der Grundierung her, wir haben ja übrigens auch die Goethe-Institute in Italien zugemacht, also dass wir uns um den europäischen Kulturraum nicht mehr bemühen. Wir vom European Democracy Lab, wir sind ein kleiner Verein. Übrigens, liebe Zuhörer, wenn Sie uns was spenden wollen, weil das ist eigentlich so unsere Arbeit. Wir wollen nämlich über das neue Europa nachdenken, und zwar ein Europa, das wieder zu seinen Grundfesten der Kultur zurückfinden kann und daraus ein politisches Projekt generieren kann, das natürlich komplett anders aussehen muss als die aktuelle EU. Das ist so ein bisschen unsere Mission. Deswegen, Herr Lafontaine, danke, dass Sie das auch nochmal in diesen Zusammenhang stellen. Aber wenn Sie das jetzt nochmal beleuchten müssten vor der aktuellen, und vielleicht ist das die letzte Frage, mit der ich dieses Gespräch dann auch beende, der aktuellen geostrategischen Zäsur. Wir reden jetzt über die BRICS-Staaten. Wir reden über im Grunde den Niedergang der US-Hegemonie. Wir sehen auch an diesem Israel-Palästina-Konflikt, das global betrachtet die Sympathie eher mit den Palästinensern ist. Ja? Also, dass die Deutungshoheit der Amerikaner da auch nicht durchgesetzt werden kann global. Vor allen Dingen sehen wir aber auch solche Geschichten wie BRICS-Dollar und eine Verlagerung allein der ökonomischen Kräfte jetzt eben in diese BRICS-Welt. Und Europa scheint mir in so einer Scharnierposition zu sein, dass wir uns jetzt entscheiden müssen, bleiben wir in der US-Hegemonie, möglicherweise so als einziger Rockzipfel der USA, oder kriegen wir eine Einigung hin im Sinne, sagen wir mal, der Macronschen europäischen Souveränität, dass Europa als eigenständiger, souveräner Pol dastehen würde und dann eben überhaupt erst in der Lage wäre, sozusagen zu den BRICS-Staaten seine Hand auszustrecken und mit denen in Resonanz zu gehen. Sehen Sie irgendeine Chance, dass wir das in den nächsten 3, 5, 7 Jahren auf diesem Kontinent irgendwie hinkriegen? Also im Moment würde ich jetzt nicht sehr hoffnungsfroh sein, weil ich einfach immer auch in Machtstrukturen gedacht habe. Und man muss eben wissen, die USA dominieren derzeit den europäischen Kontinent. Das ist einfach die Tatsache. Man überlege sich ja nur, was es heißt. Deswegen wiederhole ich den Punkt nochmal, dass eben die USA eine der wichtigsten Energieleitungen Deutschlands zerstören können, die auch eine Energieleitung des europäischen Kontinents waren, und alle so tun, als sei nichts gewesen. Also so können sich ja nur noch Sklaven verhalten. Also nicht mehr eigenständig denkende Menschen. Und das ist im Moment der Zustand. Deshalb habe ich keinen Optimismus, der also begründet ist. Aber ich gehöre eben einfach zu denen, die sagen, selbst wenn eben das Pendel mal zurückschlägt, es wird wieder auf die andere Seite irgendwann sich bewegen. Und diese kleinen Spuren sieht man ja jetzt. Also ich habe darauf verwiesen, dass in der Palästina-Frage die US sich eben nicht durchsetzt, weltweit, auch in Europa nicht, nur in Deutschland in dieser massiven Form. Und deshalb ist meine Antwort einfach nur die, egal jetzt, ob ich jetzt sagen kann, in den nächsten 6 oder 7 Jahren habe ich Hoffnung, setze ich durch. Meinen kleinen Beitrag, und so sage ich allen, die mich darauf ansprechen, versuche ich zu bringen, damit dieser Kern des Problems wieder gesehen wird, dass es gar keine Emanzipation ohne das Zusammengehen Paris und Berlins gibt und dass eben das kulturell unterlegt werden muss. Und deswegen muss man eben jetzt anfangen, nochmal kulturell zu erneuern, dass eben die Menschen in Europa eben erkennen, dass ihre Selbstständigkeit letztendlich Voraussetzung ist, um eben nicht in eine große Auseinandersetzung der miteinander im Konflikt liegenden Blöcke verwickelt zu werden. Das liegt ja so auf der Hand. Nur es muss irgendwann einmal so eine Art Erlebnis kommen, dass man das auch klar erkennt. Weil ich kann das ja an mir selbst beobachten. Wir sind ja erzogen worden, dass die USA unsere guten Partner sind, dass sie uns gerettet haben vor dem Hitlerfaschismus und dass sie der Garant für unsere Sicherheit sind. Erst wenn man mal erkennt, dass alle US-Einrichtungen, militärischen Einrichtungen in Europa nicht nur Garant für Sicherheit sind, sondern eben auch Garant dafür sind, dass die Raketen des gegnerischen Lagers auf Europa gerichtet sind, dann muss man anfangen nachzudenken, ob das die Sicherheit Europas erhöht oder eher in großem Umfang verschlechtert. Man stellt sich also vor, jetzt im Ukraine-Konflikt, Europa wäre neutral. Dann wäre ja überhaupt nicht die Gefahr gegeben, wenn die Amerikaner, wenn es ihnen gelungen wäre in der Ukraine, es wäre dann auch nie dazu gekommen. Aber da stellen wir mal, es wäre ihnen trotzdem gelungen, in der Ukraine die Russen zu einer kriegerischen Auseinandersetzung zu provozieren, weil sie ja, was ja in der europäischen Diskussion immer weggelogen, verschwiegen wird und so weiter, nichts anderes im Kopf haben, als auch dort militärische Einrichtungen, Raketenbasen aufzustellen. Also in der Ukraine ihr Kuba auf andere Art und Weise zu installieren.
dann gäbe es zumindest nicht die Gefahr, dass dieser Konflikt sich ausweitet auf Europa. Denn die Russen hätten nicht die geringste Veranlassung, dann Gesamteuropa mit einzubeziehen. So aber hängen alle Europäer mit drin, liefern Waffen und denken gar nicht darüber nach, wo das eines Tages landen kann, wenn irgendein russischer Nationalist sich mal nicht rational verhält. Darüber wird überhaupt nicht nachgedacht. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wenn jemand wie Nawalny jetzt beispielsweise in Russland die Regierung leiten würde, der ja eben bei weitem nicht der Weltbürger ist, der eben für Freiheit und Demokratie streitet, wie das hier in den westlichen Medien dargestellt wird, sondern der eher eben ein russischer Nationalist ist und der sicherlich, wenn er die Macht hätte, sich auch im Sinne jetzt sagen wir kurz begriffener russischer Interessen äußern und einsetzen würde. Und ob er anders reagiert hätte, als jetzt die Reaktion Moskaus ist, das weiß man nicht. Aber wenn er anders reagierte, in keinem Fall wäre das für Europa bequemer. Das ist also meine Einschätzung, die natürlich nur reine Spekulation ist. Aber man kann das auch durch andere Köpfe ersetzen, die da in Moskau eine Rolle spielen und laut tönen. Das ist ja manchmal auch grässlich, was sich da abspielt. Und darum nur auch neben diesem deutsch-französischen Tandem noch einen anderen Ausblick zu geben. Einer der genialsten Politiker, der das vorausgesehen hatte, war George Kennan. Der hat ja gesagt, wenn ihr die NATO bis an die russische Grenze schiebt, dann werdet ihr Nationalismus und Militarismus haben. Das ist jetzt in vollem Umfang eingetreten. Absolut. 2004 hat er das gesagt. Über George Kennan sind die heute agierenden im westlichen Lager alles geistige Zwerge, die also nicht den blassesten Schimmer von geostrategischen Fragen haben. Und hier, er hat auch den Ausweg damals genannt, in den 50er Jahren, jetzt wieder, Disengagement. Also man müsste Truppen und Raketen und so alles auseinandernehmen, die Streithähne auseinandernehmen. Das wäre jetzt schrittweise wieder um die richtige Politik, um den Ukraine-Konflikt oder so, das Aufeinanderprallen des US-gesteuerten Westens mit Russland eben zu entschärfen und eben wieder umzuwandeln in eine Politik des Miteinanders. Aber das ist auch eine Vision. Also da bin ich aber froh, dass wir hier, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom European Citizens Radio, gegenüber den geostrategischen Zwergen jetzt eine geostrategische Größe zu Wort haben kommen lassen. Oscar Lafontaine, der uns einordnen konnte, über 20 Jahre deutsch-französische, deutsch-amerikanische Beziehungen und wie sie miteinander verwoben sind, beziehungsweise wie das emanzipierte Europa sich immer wieder am amerikanischen Widerstand brechen muss. Da sind wir wirklich besonders froh. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf unseren letzten Podcast. Wir hatten Daniele Ganser interviewt, der auch im Grunde auf diesen Zielkonflikt zu sprechen gekommen ist. Also wie der Einfluss der NATO auf Europa ist und das in einer Zeit, wo die BRICS-Staaten eigentlich vor Europa stehen und so eine Brautschau machen und schon anklopfen, ob Europa vielleicht mal den Kopf woanders hindrehen könnte. Ich freue mich also, Herr Lafontaine, auch wenn Sie jetzt nicht wahnsinnig optimistisch waren. Sie haben eben trotzdem gesagt, solche Debatten drehen sich auch immer wieder. Jetzt haben Sie uns einen ganz großen Denkbeitrag gegeben, damit diese Debatte gedreht werden kann. Sie haben viele Argumente ausgeführt, dass es schon immer so war und dass es High Time, höchste Zeit ist für Europa, strukturell über seine Interessen nachzudenken. Ich hoffe, dass das sehr viele Leute hören. Ich hoffe, dass vielleicht durch dieses Gespräch dann auch viele Leute das Gespräch mit Daniele Ganser hören und dass wir so peu à peu, Stück für Stück, dieses Denken, ich sag mal, in die Breite tragen können. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben jetzt demnächst auch französische Podcasts, also The European Citizens Radio Goes France sozusagen. Also wir haben jetzt eine französische Redakteurin, die in Frankreich Interviews auf Französisch machen wird. Dort sieht dieses Thema, Herr Lafontaine, ein Tick besser aus. Also die Franzosen haben immer noch so ein residuales Asterix-Verhältnis, sage ich mal. Ja, also Frankreich, das irgendwie dem, ich sag mal, dem Anglosächsischen irgendwie widerstehen möchte. Hoffen wir also, dass wir dazu jetzt einen Beitrag geleistet haben und dass wir innerhalb von 2, 5, 10 Jahren diese Diskussion drehen und dass Europa hineinfindet in ein emanzipiertes politisches Projekt, wieder zu seiner Kultur zurückfindet und dann auch tatsächlich sich auf eine multipolare Welt einstellen kann. Herr Lafontaine, ich danke Ihnen von ganzem Herzen und vielleicht haben wir ja im Zuge der Europawahlen oder auch im Zuge der neuen Europäischen Kommission, wenn wir bewerten können, was die reale EU damit macht, in einem Jahr oder so eine zweite Gelegenheit, das Gespräch fortzusetzen. Ich bedanke mich auch.
I'm a citizen of Europe. Sono cittadina europea. Ich bin europäischer Bürger. Dieser Podcast wurde nur möglich, weil Sie, die zahllosen Zuschauer und Zuhörer, unsere Arbeit durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch Ihren Teil zum Gelingen dieses Projekts beitragen möchten, klicken Sie bitte auf den entsprechenden Button auf unserer Website europeandemocracylab.org. Dankeschön. Yo soy ciudadana del continente europeo. Jestem europejczykiem. Esu europiety. Sunt cetățean al Europei. Ja, gașcancă Europa. Ja, romaniancă Europa. Esu europiety. Moi, je suis un citoyen européen.